Drei Tage, vier Bühnen und 70 Künstler. Das ist das Maifeld-Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Heute um 15.30 Uhr wurden die Tore geöffnet und um 16.30 Uhr hat mit Gringo Meier ein tolles Musikwochenende begonnen. Unter anderem sind die Editors dabei, die Eels und The Wombats. Die großen Stars sucht man hier vergeblich, denn es geht auch nicht um Glamour und Mainstream aus den Charts. Es geht hier schlicht um gute und vor allem abwechslungsreiche Musik. Und die kommt an. Elektro, Rock, Indie, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber nicht zu lange warten. Der Samstag ist bereits ausverkauft. Für Sonntag gibt es aber noch Tickets. Fragt sich nur, wie lange noch? Und auf dem Maimarktgelände ist uns jetzt mein Kollege Ralf Bogesch zugeschaltet. Ralf, letztes Jahr haben rund 15.000 Besucher den Weg auf das Festival gefunden. Wie viele werden denn in diesem Jahr erwartet? Ja, also rein von der Ticketanzahl her rechnet man auch wieder mit circa 15.000 Besuchern, also ganz grob 5.000 pro Tag. Und bei mir ist Zora Brändle hier vom Festivalteam. Und da wäre gleich mal die wichtigste Frage, was ist denn überhaupt das Konzept dahinter? Denn insgesamt, wenn man das Festival mit Rock am Ring zum Beispiel vergleicht, das ist ja was ganz anderes mit den Stars, wie wir gerade schon gehört haben. Hier ist es ja eher alternativ, kann man ja sagen, oder? Genau, also unser Festival ist definitiv ein Festival von Musikliebhaber für Musikliebhaber und das widerspiegelt sich auch ganz klar im Programm. Die knapp 70 Bands, die dieses Jahr bei uns spielen, sind alle handverlesen von Timo Kumpf, unserem Booker und Initiator, und das lockt die Besucher her, weil es halt einfach wirklich ein sehr ausgewähltes Programm ist. So. Was für Auswahlkriterien haben Sie denn jetzt gerade, was die Bands und die Künstler angeht? Legen Sie da auf bestimmte Musikrichtungen Wert oder um was geht es da genau? Da gibt es verschiedene Aspekte. Klar, ich meine, es gibt so diese logistischen Faktoren. Wer ist überhaupt gerade auf Tour? Wer bringt ein neues Album raus? Wir sind uns da auch nicht zu schade, mal ein bisschen tiefer zu graben und zu gucken, wo findet man was. Wir fahren zum Beispiel dreimal im Jahr auf Newcomer-Festivals in Europa und gucken uns da die neuesten Acts an und gucken uns da an, was könnte denn zu uns passen. Genau, und vom Musikstil sind wir ja schon eher so in der Indie-Nische und alternativere Musik, genau, das so. Ja. Das Wetter sieht ja jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. War das in den letzten Jahren auch schon so oder hatten Sie da auch schon Pech? Ich muss sagen, wir hatten letztes Jahr auch schon sehr Glück mit dem Wetter. Es hat eigentlich meistens gehalten. Wir hatten auch schon Jahre, wo es nicht ganz so cool war. Wir haben aber auch ein großes Glück mit dem Gelände hier, weil das ist eigentlich ein Reitgelände vom Maimarkt-Turnier immer. Und es ist mit Drainagen unterlegt. Das heißt, wenn es mal regnet, ja, dann regnet es und alle werden nass. Wir haben aber ja drei überdachte Bühnen. Von daher tut uns ein bisschen Regen auch nicht so weh. Wenn es dann mal richtig regnet, ist am nächsten Tag trotzdem alles wieder trocken, sodass wir keine typischen Schlammbilder von Festivals hier produzieren. Leider vielleicht. Genau. Das heißt ja letztendlich, so ein bisschen Regen gehört ja auch zum echten Festival dazu. Das muss man ja auch sagen. Damit vielen Dank und vor allem viel Erfolg jetzt mit diesen drei Tagen, mit diesem Wochenende. Toi, 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 dass das Wetter hält. Und bei der Musik brauchen Sie ja keine Sorgen machen. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Jedenfalls das, was ich bisher schon hören konnte. Deswegen schnappen Sie sich die Tickets, kommen Sie vorbei. Das Maimarktgelände hier in Mannheim. Und ja, viel Spaß jetzt hier. Ja, viel Spaß wünschen wir auch und vielen Dank an dich, Ralf. Ganz viel Spaß noch auf dem Festival.